Wie oft will der deutsche Bürger sich noch ins Gesicht spucken lassen, bevor er mal eine Konsequenz zieht? Es gibt bei uns Demos, wo Deutschland verrecke und Deutschland du mieses Stück Scheiße skandiert wird und deutsche Politiker aus einem gewissen Lager mitlaufen. Sigmar Gabriel hat mal gesagt, die Bundeswehr hätte im Kriegsfall genau für einen Tag Munition. Das war lange bevor wir quasi ganze Zugladungen in die Ukraine geschickt haben. Ich kann den ukrainischen Soldaten nur raten, immer mehrere Granaten dabei zu haben, weil die Hälfte wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ja. Was die auch sagen, ist, dass diesen Winter sie die Hundertschaften ganz klar vorbereitet werden, dass es Ausschreitungen gibt. Bundespolizisten aus verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Bundesländern, alle kriegen die klaren Ansagen. Das kommt ja von ganz oben runter, ja, und tropft dann in der Hierarchiestufe runter. Und die sagen ganz klar, die bereiten sich auf Ausschreitungen vor, sie trainieren schon, wie sie dem begegnen. Also für das hier nehme ich das Maschinengewehr nicht in die Hand und renne vorne vor an die Front. Ich wüsste nicht warum. Liebe Zuschauer, heute ist es endlich soweit. Das viel gewünschte Duo auf unserem YouTube-Kanal wird nun wunschgemäß erfüllt. Wir haben ihn heute eingeladen, Philipp Hopp von HKC Management. Philipp, servus. Ich freue mich, dass du hier im Studio bei uns vorbeigekommen bist. Danke, dass ich eingeladen bin. Ich freue mich auch. Und für alle, die den Philipp nicht kennen, er wird gleich noch ein bisschen was über sich selbst erzählen. Er ist Geschäftsführer der HKC Management. Er macht dort Analysen und welche Analysen das sind, wirst du vielleicht gleich noch erzählen. Er hat auch einen sehr großen YouTube-Kanal, 140.000 Abonnenten. Wir werden ihn unter dem Video verlinken, für alle, die mehr über Philipp erfahren möchten. Wir steigen heute mit ganz vielen spannenden Themen ein. Wir gehen heute auf die wirklich essentiellen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Fragen ein. Deswegen bleibt bis zum Ende dran und vergesst nicht, die Kanäle zu abonnieren. Philipp, erzähl doch mal, was machst du, wer bist du und aus welcher Ecke kommst du? Also ich bin gebürtiger Stuttgarter. Wir sind jetzt im 12. Jahr ein Analysehaus, welches auf technischer Analyse basiert. Wir sind das größte Elliott Wave Analysehaus in Deutschland. Bedeutet, wir analysieren Finanzmärkte auf Basis eines technischen Berechnungsmodells, welches sehr präzise Trendwendepunkte anzeigen kann. Das heißt, an welchem Punkt in einem Markt, nehmen wir beispielsweise Erdgas, das ist ein aktuell brandheißes Thema für alle Leute, an welchen Trendwendepunkten dreht ein Markt, baut sein Tief auf und geht dann in eine nächste Aufwärtsbewegung oder vice versa auch, verkauft ab von einem Top. Und das nutzen sehr viele Leute, gerade die, die am Markt investiert sind, um einfach hier Positionen zu hinterlegen oder einfach um zu wissen, was erwarte ich beispielsweise bei Öl, wann kann ich mit einer nächsten Aufwärtsbewegung rechnen oder war es das jetzt schon? Sehen wir jetzt in Zukunft wieder fallende Preise, weil man vielleicht Heizöl kaufen möchte und so weiter und nutzen das dann dafür. Super. Und jetzt weiß man aber auch, dass du auch Videos machst, die sich sehr stark mit Themen aus unserem YouTube-Kanal überschneiden. Du bist auch straight on, du sagst, was du denkst, du bist auch öfter mal kritisch. Und das ist, glaube ich, was vielen Unternehmern heute fehlt. Hast du nicht Angst, hier irgendwo mal einen auf den Deckel zu bekommen? Weil es könnte ja auch sein, dass der ein oder andere Kunde sagt, die Nase passt mir nicht, wenn er ein Problem hat mit gewissen Themen. Krieg, da ich Boxer bin, jede Woche auf die Nase und auf den Deckel von deutlich härteren Schlägen, als sie quasi da kommen könnten. Deswegen ist das in Ordnung. Das ist nachher eine Prinzipienfrage. Und ich habe mir die selber irgendwann gestellt. Will ich es einfach nur ganz clean Finanzthemen halten, alles ausblenden, was aktuell in der Welt passiert und einfach nur sagen, wir machen hier unser Ding. Diese Entscheidung hätte ich treffen können. Hättest du wahrscheinlich auch und sagen, ich verkaufe hier meine physischen Metalle und was juckt mich die andere Sache? Machen viele Leute exakt so, ich mache es nicht. Ja? Und dieser Mensch bin ich einfach nicht. Ich schaue nicht weg. Ich habe meiner Meinung nach kein Wegduckertum. Das sehe ich auch bei dir nicht. Und das bedeutet nun mal, dass man in solchen Zeiten in die Schusslinie gerät oder geraten kann und muss ich aushalten. Den Weg habe ich gewählt. Ja? Und ich gehe nicht diesen Weg, dass ich in solchen Zeiten, in denen sich so viel tut, wir gesellschaftliche Freiheiten verlieren, wir in immer gefährlichere Lagen uns auch hinein manövrieren, da einfach zu sagen, alles geht weiter, Leute, schaut, kauft nur unsere Analysen, wäre vielleicht der einfachere Weg, aber es ist nicht der, den ich wähle. Ja, und ich sage es auch immer wieder, wir hatten gerade einen Vortrag auf einer Business Night mit etwa 200 Unternehmern, mittelständischen Unternehmern, und alle hatten eins gemeinsam, alle hatten die Meinung, aber nur ganz wenige haben sich's getraut, exakt so ist es zu gehen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ein Herr Wolfgang Krupp von einer Trigema so sehr Anklang findet, weil die Menschen möchten das, die Menschen möchten das. Und wir schauen uns jetzt mal an, welche Themen aktuell die Menschheit beschäftigt. Ich habe mir sehr viele
Themen aufgeschrieben. Eines davon ist die politische Lage in Deutschland. Und wir haben ja gerade ein Thema, das medial sehr stark beschäftigt. Das ist die Einführung des Bürgergeldes. Oder wie vielleicht andere sagen möchten, des universellen Grundeinkommens oder der erste Schritt dorthin. Wie schätzt du das ein? Möchte man die Menschen ganz gezielt am Versorgungsnabel hängen lassen, damit die Abhängigkeit zum Staat größer wird und die Menschen mündig bleiben? Oder wie würdest du das deuten? Also, ich meine, wenn wir jetzt die Sachen mal umdrehen und sagen, angenommen, ich wäre jetzt ein Staatslenker und ich bin in dieser Situation, in der ich mich, und das sage ich ganz bewusst, hineinmanövriert habe selbst, dann wäre ich sehr daran interessiert, das zu machen. Ich baue es mal ein bisschen anders auf. Wir haben einige Kunden, die im Polizeidienst sind und die ganz offen sprechen. Die Hälfte von denen, die möchte gehen, die sind so frustriert, die haben keine Lust mehr und wollen aus ihrem 100%igen Beamtenstatus raus diese Sicherheit ausgeben, weil sie sagen, trotzdem lieber habe ich dann ein anderes Leben. Was die auch sagen, ist, dass diesen Winter sie die Hundertschaften ganz klar vorbereitet werden, dass es Ausschreitungen gibt. Und es sind Polizisten, Bundespolizisten aus verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Bundesländern, und alle kriegen die klaren Ansagen. Und das kommt ja von ganz oben runter, ja, und tropft dann in der Hierarchiestufe runter. Und die sagen ganz klar, die bereiten sich auf Ausschreitungen vor. Sie trainieren schon, wie sie dem begegnen, auf Menschenmassen zu lenken. Und um jetzt da auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt also mich selbst in den internen Meetings, sage ich jetzt mal, im Staatssystem damit beschäftige, und das machen die garantiert, was mache ich dann, um die Massen zu sedieren? Ja? Ich gebe ihnen etwas, dass sie möglichst weiter das machen, was der Deutsche seit vielen Jahren schon macht, und das ist zu Hause sitzen und seinen Mund halten. Ja? Und wenn ich jetzt sage, alles klar, wenn ich sage, was ist der Grund, warum sie auf die Straße gehen würden, nämlich, dass das Geld ausgeht und sie dann Riesenprobleme haben und wie bei der Französischen Revolution, wann kamen sie mit der Mistgabel und standen vorm Palast, als es nichts mehr zu fressen gab. Ja? Also was mache ich? Ich sorge dafür, dass sie möglichst alle zu essen haben, dass unabhängig von den gigantisch gestiegenen Energiepreisen diese staatlich übernommen werden. Und das soll ja da auch kommen. Ja? Die sagen, wir übernehmen die Miete. Und wir machen es in so einer Höhe, dass es sich quasi nicht mehr lohnt, arbeiten zu gehen. Und damit schaffe ich eigentlich eine Sediertheit. Ja, die Leute sind wie betäubt. Also rein aus taktischer Hinsicht kann ich mir gut vorstellen, dass sie das so planen. Ja. Und wenn wir mal einen Schritt weiter denken, wir haben sehr viele dubiose Zufälle, die derzeit um uns herum passieren. Ob es eine Pipeline oder zwei Pipelines sind, die gesprengt werden. Ob es die Bahn ist, die nicht mehr funktioniert, weil zwei Kabel, eins in Berlin und eins in Nordrhein-Westfalen durchgezwickt ist, ob es jetzt die Druzhba-Pipeline, das Ölleck in Polen ist. Im letzten Jahr gab es eine Veranstaltung vom Weltwirtschaftsforum, vom World Economic Forum. Da ging es darum, Cyberattacken in dieser Form durchzuspielen. Und kurioserweise gibt es zwischen diesen Veranstaltungen und dem, was wir in der Realität sehen, mit einem kleinen Zeitversatz dann doch immer große Parallelen. Du merkst schon, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte genau, mal kitzeln. Wie weit kannst du dir vorstellen, dass diese Dinge kein Zufall sind? Oder? Die sind natürlich alles Zufälle, wie es natürlich auch Zufall ist, dass Pandemieplanspiele gemacht wurden im größten Detail, die zufällig dann sich so ergeben haben. Im Endeffekt zeigt das doch nur, dass, nennen wir es, das System sich so sicher fühlt, dass sie eigentlich schon jedem ins Gesicht sagen können und theoretisch die Pläne auf dem Tisch liegen, weil sie selbst wissen, die Leute, was machen sie am Ende? Ein paar stehen auf und die andere Masse schreit die nieder, die aufstehen. Warum? Weil ich glaube, dass der Mensch Angst hat und viele Leute haben Angst und das Einfachste, was man machen kann, ist verdrängen und lieber glaubt man die Lüge, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, weil das würde bedeuten, dass die Leute auch alles hinterfragen müssten, was sie so in ihrem Leben gelernt haben oder als für real, richtig und wahr halten. Und genau aus diesem Grund, weil alles um uns herum derzeit wie ein ganz großer Plan auf uns einprasselt, gegen den wir uns nicht wehren können, habe ich mir den Finanzmarkt-Insider Florian Homm für unser kostenloses Live-Webinar am 9. November um 19 Uhr eingeladen. Er wird dort Klartext reden, er wird aus der Trickkiste der Eliten sprechen, denn er war jahrelang Insider in diesen Kreisen und er versteht, was sich tut und wie Sie sich schützen können. Und dieses kompakte Wissen wird es kostenlos für Sie zur Verfügung geben. Unter dem Video ist der Anmeldelink und wir werden Ihnen postalisch die Arbeitsunterlagen fürs Webinar kostenlos vorab zuschicken. Deswegen seien Sie schnell, das gilt bis zum 31.10. für die ersten 10.000 Teilnehmer. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir Sie dort live treffen. Aber Philipp,
Lass uns schauen, was du zu dieser Thematik noch zu sagen hast. Das ist einfach zu viel auch. Und ich kann mir vorstellen, dann sagen Leute einfach lieber, die gehen, machen Scheuklappen zu. Viele sind, werden auch viele, immer mehr Leute, die auch andere Sichtweisen haben, die offen sind, klar. Aber die Masse verschließt sich. Und das ist, denke ich, menschlich eine ganz menschliche Eigenheit, die sich andere auch zu nutzen machen. Den einfachsten Weg zu suchen. Orwell hat es mal gesagt, die Menschen suchen das Glück und nicht die Freiheit. Und das ist die große Gefahr, die derzeit droht. Was denkst du über diese Entwicklung, dass wir immer weiter in eine Richtung abdriften, in der unsere Freiheit auf dem Spiel steht? Wenn wir uns mal die Zusammenhänge anschauen auf globaler Ebene in China, ist es zwischenzeitlich so weit, dass es einen digitalen Yuan gibt. Ja? Viele Menschen nutzen ihn bereits aktiv. Die Vereinigten Staaten, die Fed arbeitet daran, die Federal Reserve hat es ganz klar kommuniziert, wir wollen einen digitalen Dollar, auch die EZB plant 2023, die ersten Planprojekte 2025, 2026, die Einführung. Wenn wir uns mal die Puzzleteile noch ein Stück weit genauer zusammenlegen, dann ist doch das Ende unserer Redefreiheit zumindest, wenn es Menschen in der Hand haben zu entscheiden, was die Wahrheit ist und was nicht, oder? So ist es. Ich denke, was wir in den letzten Jahren sehen konnten, ist, dass man von der Außenkommunikation westlicher Staaten nach China geschaut hat und gesagt, schaut mal, wie furchtbar das alles ist, was die da alles machen und wir sind anders. Man hat sich aber in Wahrheit das ganz analytisch angeschaut, was da passiert. Punktesystem beispielsweise. Es gibt deutsche Studien, die bereits veröffentlicht sind, die darauf eingehen, wie man selbst das chinesische Punktesystem in einer etwas abgemilderten Form nutzen könnte, um es selbst zu implementieren, weil es eben auch unglaublich effektiv ist. Ja, wenn ich das weich, wenn ich also ein Soft-Opening da mache und ich forme die Leute immer mehr, dann wollen die auch konform gehen. Ja? Der Mensch möchte folgen in der Masse. Der möchte Regeln haben, der möchte geführt werden. Und wenn ich das ganz langsam mache, wie bei allem eben, und ich komme nicht mit so einem Knall rein, wo dann Ablehnung kommt, ja, weil auch der Mensch lehnt ab bei großen Veränderungen. Wenn ich diese Veränderungen aber klein in Schrittweise mache, dann sehe ich das, dass das theoretisch heute schon so, wir haben zwar noch kein Punktesystem, aber es geht ganz klar in eine Richtung, dass wenn du den Pfad des Mainstreams, der Denke verlässt einen Zentimeter nach links oder rechts raus, dann bist du schon in der tiefsten Verschwörungsecke. Also so wird es dann bezeichnet. Und das ist ja genau der Start eines Weges, auf dem wir uns bereits befinden. Ja, und du hast die Ausschreitungen angesprochen. Du kennst einige Polizisten, Bundespolizisten. Mir geht es auch so. Wir haben uns auch mit Menschen vom THW auch auf unserem YouTube-Kanal unterhalten. Hier blende ich mal ein Video ein mit einem THW-Experten, der sagt, dass große Teile der Kommunen nicht vorbereitet sind auf das, was auf uns zukommt. Ein großes Thema, das momentan über allem schwingt, wenn man sich die Staatsmedien anschaut, ich nenne sie bewusst so, dann sieht man, dass das Thema Blackout, über das wir jetzt hier auf dem Kanal schon vor einem Jahr gesprochen haben, mittlerweile fast Mainstream ist. Absolut, es ist Mainstream. Also es die Frage ist, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das, was mittlerweile im Mainstream angekommen ist, auch in der Realität passiert? Ich habe gestern gelesen, die Gasspeicher sind zu 95% gefüllt. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ihr müsst nur ein bisschen Strom sparen. Ja? Kauft euch Duschsparköpfe und solche tollen Tipps bekommen wir von unserer hochheiligen Regierung. Jo. Als Industrienation muss ich das einfach mal im Klaren sein. Da denken viele Leute, verbinden diese Punkte nicht miteinander. Spartipps, die sagen ja noch, das ist ja gut, spart mal ein bisschen. Du kannst nicht gleichzeitig eine Industrienation sein und auf der anderen Seite eine Bevölkerung haben, weil es zählt ja für die Industrie genauso, die müssen ja genauso sparen, das verbindet sich einfach nicht. Es ist wie Öl und Wasser, es geht nicht zusammen. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, wir leben davon, massiv Waren zu produzieren und zu exportieren und auf der anderen Seite, wir können aber die Hälfte unserer Anlagen nicht laufen lassen, weil da müssen wir gerade einsparen, was de facto so ist. Ja? Deswegen, was halte ich davon? Auch diese Geschichte mit, die Gasspeicher sind ja zu 95% gefüllt. Ja, schön, die reichen 3 Monate. Genau. Ich meine, den ersten Satz, der wird ausgesprochen, oder der zweite, blenden die Leute schon auf, der hält 3 Monate. Also wenn wir jetzt erstmal, wir haben ja noch keinen Winter, ist ja noch recht schönes Wetter draußen, wenn der Russe dicht machen sollte, was aus seiner strategischen Sicht das Richtige wäre, wenn es mal hier wirklich kalt ist, einfach sagen, Ende, Freunde, ja, dann werden wir noch ganz andere Zustände sehen, könnten wir sehen, ja, auch ich bin vorsichtig, da immer zu sagen, es wird einen Blackout geben oder so. Ich weiß das nicht. Du weißt es auch nicht. Wir wissen nicht, was da kommt. Und ich hoffe auch, dass es nachher nicht so schlimm kommt, wie es teilweise erwartet wird.
Aber es stehen sehr, sehr viele Fragezeichen da. Und wenn ich eine, jetzt sind wir wieder bei der Industrienation, wenn ich ein funktionierendes Wirtschaftssystem haben möchte, dann darf ich nicht 100 Unsicherheiten dastehen haben, die die Leute lähmt, ja, sondern wir bräuchten eine Bewegung, die sagt, vorwärts, wir geben jetzt Gas, wir nehmen uns alle an der Hand, wir machen das mit einer Euphorie, die dahinter steckt. Und ich kann vieles in unserem Land entdecken, Euphorie gehört nicht dazu. Haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, einen sehr spannenden Podcast vom Herrn Wirth angehört, der auch immer wieder in diesem Podcast, den werden wir auch mal unter dem Video verlinken, vom OMR, darüber gesprochen hat, dass er auch die Befürchtung hat, dass es zu einem dritten Weltkrieg kommt, auf das Thema, wie realistisch das ist, wenn wir noch zu sprechen kommen. Aber du hast die Finanzmärkte angesprochen, Philipp, und in den Finanzmärkten hat genau diese Unsicherheit gerade in der Elliott-Wellen-Analyse, weil das Sentiment dort sehr wichtig ist, ja, eine ganz wichtige Bedeutung. Wie schätzt du denn derzeit das Marktsentiment, die Marktstimmung ein? Ist vergleichbar vielleicht mit vor einem, zwei oder drei Jahren, wo wir in der Pandemie waren, oder in den besten Zeiten? Also ich würde sagen, die Situation ist jetzt gerade eine andere. Wir hatten zur Pandemie, wir haben zwar immer ähnliche Situationen, Marktspieler verhalten sich ähnlich, auch damals, wo wir quasi das Tief ausgebaut haben der Pandemie. Wenn wir jetzt von den Aktienmärkten sprechen, hieß es, der Dow Jones, der bricht jetzt noch 50% weiter runter. Jetzt geht's erst richtig los. Ich sehe das jetzt auch wieder. Leute sagen, es hat noch nicht mal begonnen und so. Das war schon immer so. Also diese Muster, dass gerade, dass, wenn das Sentiment am schlechtesten ist, Sentiment genau, ist die Marktstimmung, wenn alle sagen, alles scheiße, wir werden alle untergehen. Und das sehen wir jetzt gerade. Ich merke das in Gesprächen, ich merke das bei E-Mails, YouTube-Kommentaren. Die Stimmung ist in meinem Leben, ich bin 38 Jahre alt, ich habe es noch nie erlebt, so eine unglaublich vergiftete, teils resignierende Stimmung genau, in unserem Land. Das ist faktisch einfach so. Ja. Das ist sehr schlecht. Auf der anderen Seite, wenn ich es mir jetzt sentimentmäßig anschaue, bereitet das oftmals auch einen Boden vor. Ja. Wenn wir uns das mal ganz neutral anschauen, meiner Meinung nach, was die Marktdaten gerade hergeben, könnten wir jetzt in einem Wendebereich sein für die Aktienmärkte. Dieser eine große Faktor, den wir einfach immer haben, dieses große Fragezeichen, und das ist eben, was die Situation unterscheidet von der Pandemie, ist, weil es hieß da, alles klar, wir werden irgendwann wieder aufmachen und es geht weiter bei der Pandemie. Wir haben jetzt die Situation, dass wir mehrere Marktspieler haben, die über Atomarsenale verfügen und in ihrer Verbalkommunikation schon ganz offen ansprechen, diese auch einzusetzen und gleichzeitig in einen Krieg, der meiner Meinung nach mehrere Väter hat, nicht nur einen, sich immer weiter eskalieren. Ja? Und wir sehen das auf beiden Seiten. Es wird immer, die Drohungen werden immer lauter, immer schärfer. Ja? Und was meiner Meinung nach, ich würde nicht sagen, nicht verstanden wird, sondern bewusst weitergeführt wird, ist, dass wenn ein Hund in die Ecke gedrängt wird, dann wird er immer aggressiver und aggressiver. Und wenn der irgendwann keine andere Möglichkeit mehr hat, aus seiner Sicht heraus, als beispielsweise taktische Atombomben einzusetzen, um irgendwie noch vor seinem Volk im Zweifelsfall das Gesicht zu wahren, und da spielen eben Egos bei sehr mächtigen Leuten eine riesige Rolle, dann sind das extrem gefährliche Situationen. Das ist das große Fragezeichen dieser ganzen Berechnung drin, der wir uns ausstellen. Wir wissen nicht, an sich würde ich sagen, ich kaufe selbst teilweise auch schon Aktienpositionen nach, aber ganz klar, wir wissen nicht, ob nachher eine Nachricht reinkommt und ein riesiger schwarzer Schwan kommt. Jetzt hast du über den Aktienmarkt gesprochen. Bevor wir uns diesem Thema des drohenden Krieges widmen, was für mich eines der größten Themen derzeit in der Bevölkerung ist, wenn man sich mit den Menschen auch unterhält, schauen wir uns doch nochmal an, kurz in Stuttgart. Wir sind hier ein bisschen ländlicher in Villingen-Schwenningen, die Immobilienmärkte. Wir haben in Stuttgart Zeiten gehabt, da hast du nichts in Bestlage unter 5.000, 6.000, 7.000 Euro bekommen. Jetzt kauft man wieder zu 3.500 Euro den Quadratmeter ein, wenn du ein bisschen Glück hast. Wie siehst du die Entwicklung? Haben wir jetzt auch hier schon einen Boden drin? Ich meine, dass ein Rücksetzer in einem 20 Jahre lang aufwärts laufenden Markt drin ist, ist ganz normal, ist es gesund. Aber ich denke, es wird auch immer weniger Menschen geben, die sich die Hochpreisimmobilien leisten können. Denn Stuttgart zum Beispiel ist geprägt von Porsche, von Daimler, ja, von Bosch. Wie schätzt du die Marktlage ein? Nicht nur in Stuttgart, sondern deutschlandweit. Ja? Also ich bin kein Immobilienexperte. Ich halte aber Immobilien, und da kann ich aber nur über den Stuttgarter Raum sprechen, deswegen halten wir es mal da. Das ist aber einer der robustesten Räume, die wir in Deutschland haben, vielleicht der robusteste, noch mehr als in München.
der auch damals in Pandemiezeiten und 2008 US-Hypothekenkrise an sich nicht runtergegangen ist, einer der ganz wenigen Städte weltweit, die sich stark gehalten haben. Und jetzt erleben wir gerade, und jetzt spreche ich aus eigener Erfahrung, Objekte, die ich jetzt gerade am Markt habe, zum Verkauf. Vor 1,5 Jahren hätte ich in den ersten 3 Wochen 140 Besichtigungen gehabt. Eine nach dem anderen. Hätte ich sagen können, Freunde, legt euer Angebot auf den Tisch. Wir sind jetzt nicht bei 20% runter, 30% runter. Es gibt Wochen, da kommt nicht mal eine einzige Anfrage rein. Ja? Jetzt, ich bin Gott sei Dank in der Lage, dass ich nicht verkaufen muss, aber ich habe ja dadurch einen Marktbarometer. Ich kann erspüren, wie diese Objekte, die ich jetzt gerade rausstelle, wie werden die denn angenommen? Ja? Und da sage ich, viele Leute aus dem Immobilienraum, die reden darüber nicht gerne, weil die wollen natürlich den Nimbus noch schaffen. Ja, alles gut hier und wir verkaufen gut. Die machen nach außen hin immer einen auf, ja, ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Nein, ich sage es anders, ist nicht ein bisschen zurückgegangen. Wenn die nachts schlafen gehen, die können teilweise gar nicht mehr schlafen, weil der Markt teilweise so eine drastische Abwärtsspirale gezeigt hat. Deswegen glaube ich, weil du gerade sagtest, Quadratmeterpreise von 5 auf 3,5, ich denke, viele Leute bieten immer noch viel zu teuer an. Die sind noch nicht zu der Realisierung gekommen, wo wir uns eigentlich hier befinden. Wir haben zwar noch einen starken Mietmarkt. Warum? Weil Leute müssen wohnen am Ende, aber die haben jetzt auch eine zweite Miete in Form der immens gestiegenen Energiepreise. Ich sehe es ja selber, was bei mir Gas dieses Jahr, ich glaube, 4-mal angehoben bisher und das kann theoretisch morgen die nächste Anhebung kommen. Und das wird zu Verwerfungen führen. Die sind vielleicht zeitlich etwas rausgedrängt, aber die werden sich abzeichnen. Ich denke, nach wie vor bekommt man, wenn man gute Immobilien hält, in guten Lagen, die vermietet. Man muss im Zweifelsfall Preisanpassungen auch nach unten vornehmen, das wird sich zeigen. Aber der Markt hat definitiv einen massiven Dämpfer bekommen. Mhm. Auch was ausländisches Kapital angeht. Ja. Ich habe Freunde, die im Venture Capital sind, die sagen selber, ausländische Investoren sagen, Germany no go gerade, absolut nicht. Auch aus politischer Sicht, weil sie sagen, ihr habt so eine unberechenbare Regierung, die können sich morgen irgendeine andere Geschichte einfallen lassen und Investoren wollen Berechenbarkeit und wir haben absolute Unberechenbarkeit. Ja. Und deswegen sind die Vorsicht einfach mit unserem Wirtschaftsraum. Vor allem der Industriestandort, der ja sehr stark von dem Thema Energie geprägt ist, zeigt ja auch ganz deutlich, dass Abwanderungen stattfinden werden. Und ich denke, hier haben wir unser eigenes Grab geschaufelt mit der Regierung. Stuttgart ist auch bekannt dafür, dass es eine sehr starke grüne Front hat. Und wie kann das zusammenhängen? Also oft werde ich auch gefragt, wie kann es sein, dass eine Stadt, die so wohlhabend ist beispielsweise, gibt ja noch andere Beispiele, Freiburg, dann doch so einen hohen Anteil an grünen Wählern hat? Und liegt das vielleicht daran, dass wir an einer Spitze des Wohlstands angelangt sind, wo die Menschen nicht mehr die wirklichen Probleme haben, die es vielleicht als Nachkriegsgeneration bis in die 2000er hereingab? Wie schätzt du das ein? Exakt so. Schauen wir uns das historisch an. Wenn Weltreiche zusammengefallen sind, und jetzt Deutschland ist jetzt kein Weltreich, aber als Industrienation hat es sicher Entwicklungen hervorgebracht nach völliger Zerstörung, Erster Weltkrieg, wieder auferstanden in wenigen Jahren, eine bedrohliche Weltmacht geworden, dann nochmal Zerstörung nach 45, kein Stein lag mehr auf dem anderen, nächstes Wirtschaftswunder, nur waren das andere Menschen mit einem anderen Spirit, einer anderen Grundeinstellung, die haben die Ärmel hochgekrempelt und sich nicht Gedanken gemacht, ob wir jetzt 48 oder 67 unterschiedliche Geschlechterformen haben. Die haben auch keine Stuhlkreise gebildet, sondern da ging es einfach darum, wir wollen was erschaffen, ich bin ein Unternehmer. Da gab es auch, wie ich meine, noch keine Neidgesellschaft, wo jeder, der irgendwie was geschaffen hat, dem nachgesagt wird, das muss ja ein Verbrecher sein oder so. Und das ist eben, was wir jetzt erleben, meiner Meinung nach, das klingt jetzt hart, aber das sind die letzten Tage Roms. Und die Auswirkungen, um da nochmal einen römischen Vergleich zu bringen, ist spätrömische Dekadenz, dass wir uns einfach mit Dingen beschäftigen in kritischsten Zeiten, die uns keinen Millimeter nach vorne bringen. Und man beschäftigt sich jetzt gerade, ob die eine Wolke da oben größer ist als die andere. Und darüber reden wir, während wir uns Gedanken machen sollten, wie wir hier schnellstmöglich wieder die Energiepreise runterkriegen, da sonst, um nur ein Beispiel zu nennen, große DAX-Konzerne sich jetzt bereits beschäftigen. Ich weiß es bei BASF,
weil ich da einen sehr guten Kontakt drin habe. Und der sagt mir ganz klar, die sind jetzt bereits, nicht jetzt erst, sondern Produktionsstätten raus, raus, alles raus. Ja. Das wird natürlich nicht nach außen so kommuniziert, aber machen die. Weil einer meiner engeren Freunde einen größeren Mineralstoffhandel betreibt und auch hier BASF seit Jahren schon beliefert wird und auf derartige Situationen nicht nur BASF, Großkonzerne aus der Hochindustrie darauf vorbereitet werden. Also ich sage jetzt mal, BASF beispielsweise hat ja Anlegepunkte für die Tanker, die quasi dort ihre Energie abladen und ihr Öl abladen und das Gas abladen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, sowas kann doch kein Zufall sein. Möchte man oder ist vielleicht genau diese Vernichtung des Mittelstands notwendig, um es zu dieser neuen Welt zu bringen? Wir befinden uns ja seit gefühlt 2,5, 3 Jahren nicht mehr in diesem Kosmos, in dem wir uns wohlgefühlt haben. Ich höre es so oft von den Menschen, ich wäre gern wieder dort, wo wir vor 2 oder vor 3 Jahren waren. Aber ich habe die These, dass es dort nie mehr hin zurückgeht, zumindest nicht, solange die Menschen verstanden haben, welches System gerade über uns einbricht. Ich sag mal so, wir haben ja mehrere Wellen erlebt, denn auch vor 2 oder 3 Jahren werden viele Leute gesagt haben, ich hätte es gerne wieder so wie vor 2015. Ja, da hatten wir auch schon sehr interessante Dinge, wo wir gesagt haben, komm, machen wir mal einfach ein Experiment. Einfach gigantische Zahlen an Menschen, die keinen Pass haben, in keinster Form sich ausweisen können, ganz bewusst nicht, und einfach mal blind, Freunde, alles rein, alles rein. Während alle anderen gesagt haben, nee, oder kontrolliert, wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben, wer sind diese Menschen, hat Deutschland sich gesagt, Augen zu, quasi Augen zu und durch. Ja? Ich denke, da passt dieser Spruch ganz perfekt. Augen zu und durch. dann hatten wir eine weitere Entwicklung jetzt, die gekommen ist, die eigentlich immer dramatischer werden. Deswegen. Aber Entschuldigung für die Unterbrechung. Genau zeitgleich zu dieser Entwicklung, dieser großen Einwanderungswelle oder jetzt auch zeitgleich zu der Impf- und Corona-Thematik oder zeitgleich jetzt, als dann die Energiekrise aufgekocht ist, hat man es in Perfektion durch die Medien geschafft, ein zweites Lager zu bauen. Also man hat es geschafft, die Menschen zu spalten und immer dann, wenn es eine kleine Zielgruppe gibt, die ein Thema kritisiert, was man ja in einer Demokratie tun sollte, ja, gab es die große Gegenmenge. Und welche Rolle spielen hierbei die Medien deiner Meinung nach? Weil ich glaube, wir kämpfen ja genau an der anderen Front, um diese Aufklärung in der heutigen Gesellschaft noch so weit es geht voranzutreiben. Aber denkst du, die Medien spielen hierbei eine wichtige Rolle? Ich habe mir noch nie eingebildet, dass Medien neutral sind. es gibt natürlich auch, das ist ein gewisser Luxus, sich eine Naivität zu leisten, die der Deutsche massiv ausgekostet hat, sich unterschiedlichste Naivitäten zu leisten. Und Medien sind und waren schon immer dazu da, als Instrument der herrschenden Klasse zu dienen. Ist auch völlig logisch. Das ist auch nicht verschwörerisch oder irgendwie komisch, sondern es macht absolut Sinn. Ich möchte, dass dieser Medienapparat mir dient, damit ich möglichst meine Agenda durchdrücken kann. Völlig normal, wurde vor 1000 Jahren auf andere Art und Weise schon gemacht, durch Sprachrohre eben, ja, dass ich versuche, Massen zu kontrollieren, ist ganz logisch. Wir müssen uns dessen einfach nur im Klaren sein, dass das so ist. Ja. Und solange wir natürlich viele Leute noch haben und diese, wie du schon sagtest, eine brutale Spaltung im Land, die auch Sinn macht. Ich möchte doch, dass Leute gespalten sind. Ich möchte nicht, dass die Gemeinschaft einig und zusammensteht und irgendwann sagt, eigentlich sind die da drüben gegen uns. Jetzt stehen wir doch alle mal zusammen und machen was dagegen. Dann wäre es eine Gefahr für das System. Solange ich aber 100 verschiedene Parteien habe, die sich alle, wie beim deutschen Nachbarschaftsstreit, die wir auch so schön pflegen, die sich alle neidisch und missgünstig gegenüberstehen und sagen, ah, dem vertrauen wir nicht, und sofort in Schubladen rein, das ist ein Rechter, oh, furchtbar, das ist ein Grüner, guck dir mal die Linken an. Und keiner redet miteinander, obwohl wir eigentlich gleiche Grundwerte hätten und nach den gleichen Dingen streben. Wir wollen Freiheit, wir wollen Glück haben, wir wollen in einem Land arbeiten können, wo wir uns entfalten. Wir wollen in der Lage aufsteigen zu können, wenn einer fleißig ist, wenn er ein toller Unternehmer ist, dass er die Möglichkeit hat, es hier zu was zu bringen. Das sind eigentlich sehr ähnliche Grundwerte, die wir teilen. Gleichzeitig lassen wir uns ständig in unterschiedlichste Schubladen einteilen, und das pflegen die Leute auch selber.
jetzt haben wir nicht nur ein schlechtes Sentiment, wir haben auch eine sehr schlechte Konsumstimmung. Also haben wir vor einem Jahr, vor zwei oder vor drei zurückgeschaut, da war es zwar nicht immer möglich, aufgrund der Lockdowns einzukaufen, aber die Menschen waren noch im Konsumrausch. Ja. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Menschen aufgrund der hohen Inflation und der unkalkulierbaren Inflation, muss man auch dazu sagen, also man weiß überhaupt nicht, wo geht die Reise noch hin. Wir sind jetzt offiziell nahe der 10%-Grenze und die inoffizielle Zahl liegt wahrscheinlich doppelt so hoch oder vielleicht noch höher, wenn man sich die Energiepreise anschaut. Und nun die Frage, die mich persönlich interessiert, im September haben wir erstmals sprungartige Anstiege auf 34% mehr Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahr. Ist das jetzt der Einstieg der großen Insolvenzwelle, auf die man warten konnte aufgrund der Aussetzung der Insolvenzpflicht? Glaubst du, jetzt geht's richtig los? Es wird Arbeitsplätze, Arbeitsplatzverluste geben? Was denkst du? Gute Frage. Ich denke, die einfachste Antwort wäre ja, auf jeden Fall. Wir sehen es ja schon und es sieht alles danach aus. Aber ich denke, so einfach ist es nicht, weil auch hier der Staat meiner Meinung nach, um sich selbst seine eigenen Fälle zu retten, regulatorisch eingreifen könnte und vielleicht auch sollte. Ja, wenn wir es mal aus seiner Sicht betrachten, wir fügen uns jetzt in den Staat ein als System, das selber auch kalkuliert. Dann, und wenn wir auch sehen, was Habeck teilweise schon gesagt hat, immer wieder rausgelassen hat, wir arbeiten da gerade daran, dass wir schauen, genau, dass dann Leute irgendwie nur ihre Arbeit aussetzen und so und da sein wirtschaftliches Grundkenntnis ganz brillant gezeigt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass sie auch regulatorisch eingreifen. Am Ende, was Leute begreifen müssen, und ein Hilfspaket vom Staat ist kein Hilfspaket vom Staat, sondern das ist Geld, das wir den Bürgern vorher genommen haben, geben wir ihnen einfach zu einem gewissen Teil zurück, in einer Schnittmenge zurück. Das ist es alles. Der Staat ist nichts anderes oder die Gelder des Staates sind nicht anderes als unsere Steuergelder. Viele Leute haben bis heute immer noch ein Problem, das zu begreifen. Die denken irgendwie, die kriegen irgendwas geschenkt, die kriegen gar nichts geschenkt. Aber weil sie so lange schon in dieser Systemik drin leben, haben sie selber gar nicht mehr begriffen, wie das Spielchen eigentlich funktionieren sollte. Ja? Und deswegen, es ist natürlich möglich, dass wir riesige Rettungspakete schnüren, 200 Milliarden jetzt, was Strom- oder Gaspreissenkung oder eine Deckelung geht, die wird doch auch weg sein. Wenn wir uns anschauen, das ist eine ganz simple Rechnung. Wir haben den Gaspreis, der ist da oben und wir deckeln den jetzt auf da runter. Dann haben wir diese Summe, die ganze Zeit ausgegeben wird, die wird weg sein. Dann sind wir noch höher verschuldet, dann werden sie noch dramatischere Maßnahmen ergreifen. Diese führen wiederum zu noch stärkerer Inflation. Diese Spirale kann sich drehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner jetzt auch möglicherweise mit den letzten Rate-Hikes, es könnte sein, dass wir jetzt einen Stopp der Inflation sehen und eher wieder eine Eindämpfung. Müssen wir schauen, und ob der Staat regulatorisch eingreift. Wir werden das alles diesen Herbst und Winter definitiv noch erleben. Ich gehe davon aus, wir werden eine sehr zeitnahe Zinswende sehen, noch in diesem Jahr. Spätestens Anfang 2023. Aber lass uns dann gerne noch mal ein weiteres Gespräch dazu führen und schauen, wo die Reise hingeht. Denn eins muss man sagen, wir sind immer noch im negativen Realzinsbereich und die Inflation wird, oder ich sage jetzt andersrum, der Zins wird nicht schneller höher sein können als die Inflation. Einfach aufgrund dessen, weil die Amerikaner jetzt in eine Rezession rutschen. Und ich denke, die Amerikaner haben bereits verstanden, dass es ähnlich wie in den 70er Jahren in der Stagflation schwierig sein wird, hier langfristige Konstanz reinzubringen. Und in den 70er Jahren, wo wir nochmal die Wirtschaftsmärkte aufgreifen oder die einzelnen Märkte, haben wir ja gesehen, dass die Aktienmärkte nur mit wenigen Ausnahmen nicht wirklich gut performt hatten und auch die Immobilien von Wachstumsmärkten profitierten. Und die Rohstoffmärkte, also da spreche ich jetzt nicht nur über Gold oder Silber, sondern gerade auch Agrar, Öl und so weiter, zu den starken Gewinnern gemessen über diese 10 Jahre zählten, auch immer wieder mit Rücksetzern. Würdest du dieses Zeitalter jetzt mit dem Stagflationszeitalter vergleichen oder sagst du, wir sind in einer ganz anderen Phase, weil der Staat viel mehr Macht besitzt? Ja, genau. Also ich würde es nicht mit den 70ern vergleichen. Ich kann mir vorstellen, also ich denke erstmal, dass in den Aktienmärkte projizieren die Zukunft, die Erwartungen der Zukunft. Und deswegen sind die jetzige Situation, die wir jetzt gerade erleben, sind eingepreist. Ja? Was wir nicht eingepreist haben, ist eben dieses The Dark Horse, das schwarze Pferd, was wir nicht wissen. Ja. Einigen die sich irgendwie, kriegen wir plötzlich heraus, okay, es gibt hier doch, die tun Land abtreten oder sonst irgendwas, oder knallt es richtig böse. Das können wir nicht kalkulieren. Das ist immer noch die ungewisse Konstante. Aber ich meine, sollten wir wieder eine Ausdehnung der Geldmittel, also quantitative Lockerungen sehen, kann mir vorstellen, die sehen wir nächstes Jahr,
meiner Meinung nach einer der Gründe, warum die Federal Reserve, die US-Notenbank, Zinsen jetzt so rapide schnell angezogen hat, ist ein ganz simples Spiel, das sie schon immer treiben. Ich muss erst mal anheben, um nachher wieder senken zu können. Ja? Also mussten sie jetzt schnell anheben, um nachher auch wieder großzügig senken zu können. Und dann wird das, kann ich mir vorstellen, sehen wir auch, was die Elliott Wave-Berechnungen angeht, dass wir uns nahe Böden in ganz vielen Einzelaktien befinden, kann ich mir schon vorstellen, dass es wieder einen massiven Boom gibt. Frag mich nicht, wie es danach sein wird, aber wir haben auf jeden Fall erstmal, das hat auch ein Analysten, den ich sehr schätze, ist einer der ältesten deutschen Analysten, der Herr Bernecker, erst gesagt, er kann sich vorstellen, 40-50% Erholungsrallye erstmal, die hätten wir auch charttechnisch Platz. Ja, spannend, weil es gibt ja dann die andere Seite, die Orakel, Michael Burry sagt 20-30%. Konsolidierung sind notwendig, um den Boden zu finden. Ray Dalio sagt genau das Gleiche. Es wird spannend bleiben in diesen Märkten. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt ausschlaggebend ist, sondern für viele Menschen ist momentan viel wichtiger zu sagen, ich suche gar nicht die spekulativen Anlageklassen, ich suche sichere Anlageklassen. Und hier sind die Edelmetalle immer ein Thema bei uns. Das ist auch der Grund, wir haben uns ja vorher darüber unterhalten, warum Menschen in Gold gehen. Wir sind in unsicheren Zeiten, die Menschen suchen Sicherheit. Und du hast ja auch mal angedeutet, dass du gar nicht so abgeneigt bist in Bezug auf physische Edelmetalle. Wie schätzt du diese Situation ein? Also ich habe mal ein Video gemacht, das muss ungefähr so vor einem Jahr gewesen sein. Dort habe ich meinen Anlagekuchen quasi veröffentlicht und genau aufgezählt, mit welchen prozentualen Zahlen ich wo investiert bin, wie lege ich mein Geld an. Und so mache ich das auch gerne, anstatt viele sagen immer, wie sollte man etwas machen. Ich spreche gerne darüber, wie ich es mache und dann kann sich jeder das ableiten. Ja? Weil es ist immer, mache das so, die Menschen sind individuell, die Situationen sind individuell und somit kannst du nicht sagen, einfach so musst du es machen und das ist der beste Weg. Ja. So, ich lege immer, ich habe einen monatlichen Verteilerschlüssel, Gelder kommen auf mein Konto und dann teilt sich ein Kuchen auf und ein Teil dieses Kuchens ist immer in physische Edelmetalle und bei mir ist es Gold und Silber und ich mache es 50-50, dass ich die aufteile und das mache ich seit locker 10 Jahren und ich werde es wahrscheinlich auch noch machen und ich halte die Preise jetzt aktuell gerade für sehr attraktiv. Ich denke, viele Leute sehen das ja auch negativ und sagen, so eine Scheiße, Gold soll Inflationsabsicherung sein, jetzt haben wir hohe Inflation und die Preise fallen. Es gibt immer irrationale Bewegungen. Geschichtlich gesehen ist es auch immer so, dass wir, als wir aus so einer Phase rauskamen, dass dann die Edelmetalle stark gestiegen sind. Für mich persönlich, ich sehe Edelmetalle, außer ich handle sie, das machen wir auch mit der Analyse, am Future-Markt. Wir traden das Ganze, dann ist es für mich sowieso ein neutrales Asset. Dann ist mir völlig egal, wie das heißt. Ich will rauf oder runter Geld verdienen. Dann kann das auch, können das Schweinehälften sein oder Orangensaft. Aber wenn ich rein physische Metalle betrachte, dann ist das kein Spekulationsgut für mich. Ich freue mich zwar, wenn wir irgendwann mal einen Silberpreis sehen, der beim Vierfachen des jetzigen Preises liegen würde, sondern es geht um Absicherung vor absoluten Extremfällen. Sollte es Währungsreform begeben, sollte es beispielsweise, dass wir in Situationen reinkommen, wie du sagtest, Zentralbankgeld. Ich bin ganz sicher, wenn und diese Ziele werden umgesetzt, dann wird es aber auch immer den menschlichen Drang geben, andere Tauschmittel zu haben. Genau. Ja? Und dann kann ich mir vorstellen, dass das eines der ältesten Tauschmittel, die wir auf diesem Planeten haben, da sehr interessant wird. Und mir geht es da nicht so sehr um diesen Spekulationsteil, mit denen, da habe ich andere Assetklassen, wo ich rein investiere, wo ich sage, ich will hier eine gewisse Rendite rausziehen, sondern da geht es mir darum, dass ich nachts gut schlafen kann. Ganz simpel. Und die halte ich dann auch in meinem Besitz, die gebe ich auch nicht irgendwo ab. Und es sollte auch kein Papiergold oder Papiersilber sein, das ist Trading, das ist Anlage, sondern ich will einfach, theoretisch, Rucksack würde jetzt heute nicht mehr reichen, aber keine Ahnung, Sattelschlepper, ich mach Spaß, um einfach etwas zu haben, was einmal bei mir ist und was für extreme Situationen, extreme Zeiten in der Vergangenheit immer ein großes Plus war, es zu haben. Du hast es gesagt, 50-50. Wenn wir davon ausgehen dürfen, dass wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hier in Deutschland verweilen dürfen, ich denke mal, wir haben uns bewusst unsere Heimat ausgesucht, ein Stück weit zumindest, dann ist es auf jeden Fall auch wichtig, einen gewissen Anteil physisches Gold zu haben, um mobil zu sein, wenn man hier weg müsste. So ist es. Ich schaue immer wieder auf die eigenen Bestände und sage mir, das Silber ist natürlich attraktiv, auch aus langfristiger Wertentwicklungssicht, aber man kann es halt nicht in großen Mengen mit sich rumtragen. Und der Professor Bocker, der heute leider nicht mehr unter uns weilt, habe ich sehr geschätzt, er hat immer gesagt, du brauchst dein eigenes Körpergewicht in Silber, inklusive der Katze.
damit du auch krisenfest aufgestellt bist. Und ich denke, man sollte einfach verstehen, dass es durchaus denkbar sein könnte, bewusst im Konjunktiv, dass wir auf eine Währungsreform, auf eine Eurokrise, auf eine Hyperinflation, auf derartige Szenarien ein Stück weit vorbereitet sind, wo wir auch zum nächsten Themenblock kämen, und zwar: Wie sicher sind wir denn deiner Meinung nach in Deutschland? Also ich sage jetzt die Bundeswehr, ich habe es gerade gestern auf der Seite der Bundesregierung gelesen, liefert derzeit fleißig in die Ukraine 100.000 Handgranaten, Panzer, Geschwader, volles Programm. Wir wären nur 1 bis 2 Tage in der Lage, unser eigenes Land zu verteidigen, wenn es zu einem Angriff käme. Wo schätzt du unsere Sicherheit im eigenen Land ein? Also lass uns mal die kritischen Themen ansprechen. Ja. Die Menschen haben Angst vor einem Krieg und also die Frage kommt besonders häufig momentan. Klar, also auch hier, ich bin kein Militärexperte, aber nehmen wir doch da mal berufenere Stimmen. Sigmar Gabriel hat mal gesagt, die Bundeswehr hätte im Kriegsfall genau für einen Tag Munition. Das war lange bevor wir quasi ganze Zugladungen in die Ukraine geschickt haben für den Frieden. Deswegen... Ich kann den ukrainischen Soldaten nur raten, immer mehrere Granaten dabei zu haben, weil die Hälfte wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ja, das hört sich jetzt sarkastisch an, aber ich darf daran erinnern, wo bei uns geschaut wurde, was funktioniert da eigentlich noch, konnte man Pi mal Daumen sagen, die Hälfte unseres Kriegsgerätes funktioniert nicht mehr. Die Hälfte der Panzer laufen nicht mehr, die Hälfte der Helikopter funktionieren nicht mehr und so weiter. Ja. Das ist ja deswegen jetzt auch 100-Milliarden-Paket, das ist alles... Hier wurde ganz bewusst die Verteidigungsfähigkeit eines Landes über Jahrzehnte vernachlässigt, wussten auch alle, die Truppe vernachlässigt, die Truppenmoral auch. Weißt du, wenn du mal, es geht ja nicht nur um Waffensysteme, sondern ganz wichtig, das sehen wir jetzt in der Ukraine beispielsweise auch, wie sehr heroisches Denken Topleistungen in Menschen auch hervorrufen kann. Die Ukrainer kämpfen aus einem anderen Grund, die kämpfen für ihre Heimat. Der Russe, der hat auf jeden Fall nicht so sehr intrinsische Motivation auf dem Schlachtfeld wie der Ukrainer. Ja. So, und das hat schon immer einen gigantischen Unterschied gemacht. Also was brauchst du? Du brauchst Patriotismus, um als Soldat oder für deine Truppe Leistungsfähigkeit zu haben. Nun, wir sind wahrscheinlich das unpatriotischste Land auf diesem Planeten, wo man... Mit Ausnahme der Fußball-WM. Da darf man die Flagge zeigen. Da darf man sie ganz kurz zeigen. Ich erinnere mich noch ganz genau, als Angela Merkel mal, da standen die auf der Bühne und hat einen so einen Minister so eine Mini-Flagge gewedelt und sie hat ihm mit einem angewiderten Gesichtsausdruck diese Flagge weggenommen und hat gesagt, lass das sein. In anderen Ländern müsstest du wegen so einer Gestik am nächsten Tag zurücktreten. Ja. Selbst wenn du der Präsident oder Präsidentin wärst, dann wäre das dein Ende. Ja, das würden die Bürger nicht akzeptieren. Bei uns ist halt völlig normal, es ist quasi... Es gibt bei uns Demos, wo Deutschland verrecke und Deutschland du mieses Stück Scheiße skandiert wird und deutsche Politiker aus einem gewissen Lager mitlaufen. Auch das in anderen Ländern, da würdest du deswegen festgenommen werden, ja, wenn du dein eigenes Land verhöhnst. Bei uns ist das fast normal in gewissen Kreisen. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zurück, weil das hat eben eine Verbindung. Wenn ich eine Truppe habe, die selbst eigentlich gar nicht weiß, für was sie ihr Leben auf dem Schlachtfeld lassen soll, die weiß, dass sie schlecht ausgerüstet sind, dass sie wenig bis keinen Rückhalt haben. Schauen wir uns die Amerikaner an, die sicher sehr versiert sind im Kriege führen, aber dort wird eben die Fahne ganz bewusst auch geschwungen und gezeigt, die Leute, ihr müsst stolz darauf sein, für euer Land zu sterben. Wir betrachten es jetzt mal rein aus der kriegsstrategischen Sicht. Das wird ganz bewusst so gemacht, weil die wollen eine wehrfähige Kampftruppe haben. Was haben wir denn bitte? Also wer genau, das denke ich vielleicht selber, aber also für das hier nehme ich das Maschinengewehr nicht in die Hand und renne vorne vor an die Front. Ich wüsste nicht warum. Ja. Und gerne gibt es sicher ein paar Soldaten, die sehen das anders. Gut, dass es die gibt, aber wie zahlreich die sind, kann sich jeder seine eigenen Gedanken drüber machen. Und natürlich sollte man sich auch die Frage stellen, so sehe ich es zumindest, wo bleibt die diplomatische Haltung? Ja, natürlich, klar. Wo bleibt ein Herr Olaf Scholz, der sagt, so Freunde, wir brauchen ein industriell stabiles Land, wir brauchen eine industriell stabile Gasversorgung und eine Energieversorgung, wir brauchen Freundschaft zu dem rohstoffstärksten Land der Welt. Ich meine, geostrategische Freundschaft hat zumindest die letzten Jahre einigermaßen funktioniert bis zur neuen Regierung.
die derzeit unter einem Druck steht. Und Olaf Scholz hat es ja jetzt auch so weit gebracht, den Rest der Minister, zumindest der Grünseite, zu untergraben, indem er sagt, wir werden bis April, Mitte April, die letzten drei Atomkraftwerke, Kernkraftwerke am Netz halten und damit zumindest ein Stück weit augenscheinige Sicherheit wahren. Mhm. Aber glaubst du, diese Regierung, wie sie heute besteht, wird das über diese Amtszeit hinweg schaffen? Ich meine, wir schauen heute ganz tief in die Glaskugel, das ist mir klar. Aber das ist wirklich eine gute Frage, die man auch so, glaube ich, nicht logisch beantworten kann, weil normalerweise sollte man meinen, dass jetzt bei Niedersachsenwahl war jetzt, glaube ich, die letzte, dass es da schon Schläge tut. Hat es die getan? Also, so, was, wie oft will der deutsche Bürger sich noch ins Gesicht spucken lassen, bevor er mal eine Konsequenz zieht? Diese Frage kann ich dir auch nicht beantworten, weil offensichtlich ist es noch nicht oft genug. Ja? Ich weiß gar nicht, was da noch passieren muss. Ja? Es fehlt offensichtlich ein Antrag, dass du demonstrieren darfst. Dann würde vielleicht mal eine große Masse auf die Straße gehen. Und wir haben die ganz große Frage vor dem Dritten Weltkrieg jetzt vor uns. Und ich möchte nicht, wie es die Medien machen, in diese Angst hineingehen, sondern ich möchte es neutral betrachten, weil du hast vorhin den angebissenen Hund, zumindest ähnlich formuliert mit Putin, beschrieben, der ja fast schon in einer Ecke steht, aus der er nicht mehr rauskommen kann, ohne irgendwelche nuklearen Schläge. Auf der anderen Seite keine diplomatischen Politiker im Westen, im Gegenteil, die Amerikaner, die das schüren auf massivste Weise. Profitieren ja auch massiv davon. Das müsste passieren, dass wir an Weihnachten wieder ein positives 2023 schauen, deiner Meinung nach? Also ich glaube grundsätzlich, um das auch mal hier was Positives zu sagen, denn ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, sonst wäre ich auch kein Unternehmer, sondern hätte einfach meine sieben Sachen gepackt und gesagt, tschüss, ich bin raus hier, wie es ganz viele Leute machen. Ich denke, ich schätze dich da selbst auch als positiven Unternehmer ein, weil du hast auch noch deinen Standort hier, du baust auf und das geht nur, indem du positiv in die Zukunft schaust. Und das tue ich auch, aber eben für mich selbst. Ja. Ich sage, ich habe mein eigenes Schicksal in der Hand, ich kann das auch den Zuschauern nur mitgeben. Schaut, dass es euch, euren Familien, euren Freunden, dass ihr enge Bindungen habt, dass ihr euch nicht spalten lasst, weil irgendeiner irgendwas sagt, was einen triggert und dann, was weiß ich, ist der Gegner oder so. Das ist Blödsinn, so eine Denke, die sollte sich keiner aneignen und wenn er sich angeeignet hat, sie wieder losgehen lassen. Jeder kann sich vorbereiten. Ob jetzt beispielsweise durch Assetklassen, die wir jetzt gerade besprochen haben, dadurch, dass er Nahrungsmittel zu Hause hat, dadurch, dass er sich geistig weiter vorbereitet, Sport macht, positiv bleibt, nicht vom Untergang die ganze Zeit spricht. Ich meine, was wir hier machen, ist, wir schätzen Dinge ein. Genau. Das heißt aber nicht, dass ich sage, das ist mein Untergang. Deswegen würde ich solche Sätze auch nie aussprechen, denn das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Absolut. Ja? Und das machen viele Leute schon. Es wird sowieso alles an den Arsch gehen und so. Ja, dann sage ich mir immer für dich vielleicht, weil du sagst es dir ja selber ein. Damit machst du, kreierst dir dein eigenes Schicksal. Und es gibt immer Chancen. Und es gab auch in Verwerfungszeiten immer schon massive Chancen. Genau. Das muss man sich auch mal ganz klar sein. Wenn es Verwerfungen gibt, ist es so, wie wenn eine Box durchgeschüttelt wird. Und wenn es durchgeschüttelt wird, dann tun sich die Karten neu mischen. Und da gibt es definitiv Chancen für Leute, die findig sind, die Leute, die jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich die Situation umdrehen und sagen, gerade jetzt gebe ich Vollgas. Ja? Und das ist bei uns so. Wir haben beispielsweise über 20 Mitarbeiter, jetzt mehr als noch im letzten Jahr, obwohl man, wenn ich so in den Sturm reinblicke, sollte ich mir eigentlich sagen, oh, Vorsicht, langsam, vielleicht sollten wir hier, nee, ich sehe das anders und ich sage jetzt erst recht vorwärts, wir marschieren jetzt vorwärts und wir machen das Beste aus dieser Situation. Ja, wenn ich hier mal meinen Schwiegervater zitieren darf, der im Zweiten Weltkrieg geboren ist und der dann die Nachkriegszeit erlebt hat und auch heute ein Stück weit kritisch auf die Welt schaut, ganz klar. Aber eine Sache habe ich mitgenommen, und zwar, es muss immer weitergehen. Genau. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du heute liegen bleibst oder weitergehst, sondern es ist einfach nur für dich hier oben wichtig zu verstehen, wenn du liegen bleibst, ist es vorbei. Und wenn du weitergehst, dann hast du eine Chance zu überleben. Und auch im Zweiten Weltkrieg war es im Übrigen so, dass Gewinner aus dieser Situation hervorgegangen Natürlich. Sind. Mit welchen Mitteln auch immer. Und ich habe heute ein paar Community-Fragen gesammelt, weil wir ja regelmäßig penetriert wurden, dich mal als Gast einzuladen, da das scheinbar ein gefragtes Duo ist. Und die möchte ich jetzt gerne mal einbringen.
Was erwarten wir 2023 im Finanzmarkt, fragt Arifi. Allerdings ist das ja natürlich eine sehr breit gefächerte Frage, Philipp. Also, grundsätzlich meine ich, dass wir, wie schon besprochen, und man sollte immer vom Positiven ausgehen, das sollte sich in irgendeiner Art und Weise eine Entspannung an der Kriegsfront ergeben. Wir sehr, sehr positive Überraschungen am Aktienmarkt sehen. Davon bin ich überzeugt. Das ist immer diese Fakt, ich kann diesen Punkt auch selber nicht, den kann ich nicht einschätzen, weil ich weder in die Köpfe von einem Joe Biden, der in seinen eigenen Kopf nicht reinschauen kann, noch in Wladimir Putin reinschauen kann. Das weiß ich nicht, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir das massiv viel eingepreist ist und wir eine starke Erholungsrallye sehen könnten. Deswegen, gerade wenn die Stimmung so schlecht ist wie gerade, und wann war sie schon mal schlechter, dann ist das ein ganz starker Sentiment-Marktstimmungspunkt, der für eine Trendwende spricht. Das mal dazu gesagt. Gibt es für dich auch ethisch-moralische Grenzen beim Investieren? Ja, das witzigerweise haben wir das heute intern besprochen, was zum Beispiel Lebensmittelfutures angeht. Es gibt definitiv... Ich hatte mir selber lange die Frage gestellt, was Rüstungskonzerne angeht, weil man muss das, ich beschäftige mich so viel und so intensiv mit Märkten, dass es ich nicht mehr so diese, das mache ich nicht und das mache ich, sondern das ist halt einfach nur noch eine Asset-Klasse für mich. Ja, die ist interessant oder nicht, die hat jetzt gerade eine Möglichkeit oder nicht und beschäftige mich auch immer wieder selbst damit, wie ist es zum Beispiel mit Weizen oder Mais oder Lebensmitteln, sollten die überhaupt handelbar sein? Ich meine, an sich nicht, da sollte es gar keine Möglichkeit geben, darauf zu spekulieren. Das hat uns die Problematik auf dem Gasmarkt, schon die Liberalisierung des Gasmarkts gebracht, dass es jetzt eben so wahnsinnig hochgegangen ist. Energiepreise im Generellen. Es gibt durchaus moralische Punkte, wo ich sage, ich möchte damit nichts zu tun haben, um einen mal zu nennen. Es gibt einen großen privatisierten Markt in den USA, was Gefängnisanstalten angeht. Deswegen haben die USA auf ihre Einwohnerzahl auch den höchsten Schnitt an JVA-Insassen auf der ganzen Welt. Natürlich, es wird Geld damit verdient, dass die Gefängnisse voll sind. Also was macht man, stopft die Gefängnisse voll? Ist doch eine ganz simple Sache. Und damit möchte ich nichts zu tun haben. Ja, Michael Burry, über den wir es vorhin hatten, hat er genau das als letzte Position aktuell in seinem offengelegten Portfolio. Und witzigerweise sieht er sich ja als moralischen Investor. Und aber auch da, ich will da kein Urteil fällen, er investiert genau da rein. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich rein investieren müsste. Wäre aber vielleicht durchaus in Zeiten stärkster Verwerfungen rein gesehen am Potenzial eine interessante Sache. Aber es muss es nicht für mich sein. Was soll man tun, um sich vor der Vermögensabgabe zu schützen? Fragt David Sheen, der das scheinbar auch schon als gegeben sieht. Auch hier, da gibt es ja unterschiedlichste Spekulationen darüber, Zwangshypotheken und so weiter, was kommen könnte. Ja, was kommen könnte. Immer schwierig zu sagen, weil, wie heißt es so schön, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Was kann man machen? Man kann beispielsweise, wenn wir jetzt mal beim Edelmetallbereich den ansprechen, warum? Weil den halte ich, wenn wir von physischen Metallen reden, den halte ich möglichst nahe bei mir und eben nicht in Papierform, wo irgendwas auch digital gelöscht werden könnte. Anonym einfach ist logisch. Ja? Also grundsätzlich versuchen, wenig Spuren zu lassen, um es mal simpel zu lassen, in den Bereichen, in denen ich es machen kann. Ja? Auch was beispielsweise Kryptowährungen angeht. Ich bin auch zu einem Teil in Bitcoin und Ethereum. Auch das sehe ich als einen Teil eines ausgewogenen Portfolios. Wenn ich das auf einem externen Stick habe, dann kann ich theoretisch sagen, adios, Freunde, morgen, tschüss, und weg bin ich. Ja? Ähnlich wie einen Diamanten, wenn du dir den sonst irgendwo reinjagen würdest oder so und der hat Daumengröße, dann kannst du da auch viele Werte mitnehmen. Also ja, schaut möglichst selbstständig, wie im Leben auch. Ja? Selbstständigkeit ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Nicht abhängig sein von anderen und in kleinen Schritten eine möglichst große Selbstständigkeit aufzubauen. Wir haben übrigens den Ratgeber geschrieben, witziger Side-Fact, wie man Gold richtig vergräbt. Ach, interessant. Okay, den muss ich mir mal durchschicken. Gerne, verlinken wir auch unter dem Video. Ja. Und gibt es ein paar wichtige Tipps, wie tief. Und tatsächlich beschäftigen sich Menschen mit dieser Frage. Müssen wir uns schon fragen, was unsere Regierung eigentlich tut, dass Menschen sich über sowas die Frage... Oder dass es jemand anderes nehmen möchte. Ja, also das Werte sind ja, gerade wenn wir...
wenn wir eine Situation haben, wo theoretisch, du sagst, Erodierung des Mittelstandes, wo Armut entstehen könnte, dann wird es natürlich immer interessanter. Wir sehen ja auch allein in Stuttgart, wie die Einbruchszahlen gigantisch gestiegen sind in den letzten Jahren. Also das ist nicht jetzt erst seit diesem Jahr, das ist, wir haben Raubzüge teilweise, die gehen ganze Straßenzüge durch. Ja. Also auch da, Alarmanlagenbetreiber machen das Geschäft ihres Lebens, ja, mit ja. Recht. Ja. Denkt er, damit bist du gemeint, dass Bitcoin und so weiter unabhängig ist, bleiben wird, in Klammer, Politik ist Mafia, ach, das ist der Name. Das blenden wir jetzt besser aus hier, es war sein Name. Also ich halte, wenn wir uns den gesamten Kryptomarkt anschauen, mit zigtausend Altcoins bin ich da vorsichtig. Grundsätzlich mein Fokus im Kryptobereich ist sehr stark Bitcoin, Ethereum-lastig, da auch nochmal eine Verstärkung auf Bitcoin. Warum? Weil es dezentral ist. Ich halte das, ich denke, die meisten Staaten sind selbst schon investiert. Ja. Ich denke, es wird zwar immer Unsicherheit gestreut, wollen sie es vielleicht verbieten lassen? Es ist weltweit nicht verbietbar. Es gibt auch keine Kontrolle, die das wirklich alleine kontrollieren kann, weil es dezentral ist. Und ich glaube, einige Staaten sind selbst schon, wie sie auch Netholder sind von Edelmetallen, ja, und ihre Bestände da auch aufbauen, halten die auch Bitcoin. Da bin ich absolut überzeugt davon. Selbst die Schweizer Zentralbank hat es offengelegt. So ist es, ja. Das ist ja, und selbst wenn du die großen Vermögensverwalter anschaust, Jamie Dimon, JP Morgan, BlackRock, die alle, und auch das hat immer ein Muster, erst verteufeln, dadurch den Preis senken, sich währenddessen in der Preissenkung einkaufen, positionieren und danach rauskommen und sagen, übrigens, wir haben unsere Meinung geändert, ist jetzt doch eine geile Sache. Ja? Das haben wir erlebt. Goldman Sachs, genau das Gleiche. Die waren die größten Verteufler von Bitcoin früher und haben jetzt offen alle zugegeben, wir sind längst investiert. Jo, nichts Neues. Ja, wenn die Wale in das Becken gehen, ja. Wie schätzt der Herr Hopf Bitcoin, Ethereum und generell das Thema Krypto in der derzeitigen Situation ein aus Marktentwicklungsperspektive? Grundsätzlich glaube ich, wir befinden uns nahe an dem Boden und würde die Zeit aktuell nutzen, wenn man das möchte, in solchen Bereichen investiert zu werden, das zu tun. Immer in einem Spektrum der Diversifikation, Aufteilung von Risiko halte ich wichtig. Ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich bin voll investiert, 100% meines Kapitals in Krypto oder auch 100% in Edelmetalle. Ich weiß nicht, ob sowas klug ist. Ich meine, alles gehört dazu, ist wichtig. Ob man alle Eier in einen Korb legen sollte, ist auch immer ein Gamble, eine sehr riskante Spekulation, denn nichts ist gegeben. Deswegen auch hier teilt euer Kapital möglichst klug auf, um eine Ausgewogenheit zu haben, finde ich wichtig. Ja, sehe ich ähnlich. Welche sind die Lieblingsgold- und Silbermünzen von Herrn Hopf? Also, Krügerrand, wenn man es einfach jetzt visuell sieht, finde ich sehr schön, weil sie eine andere Goldfarbe haben, dünkler sind. Ist das Kupfer bei mir? Du wirst wahrscheinlich besser wissen. Philharmonika mag ich, mag Maple Leaf. Und die Chinesen haben, glaube ich, Panda. Ja. Da habe ich auch ein paar davon. Ja, so, ich bin da jetzt nicht großartig. Klassischer Anleger. Ja, ich habe auch noch ganz alte von meinem Großvater, so ganz alte. Die sind auch nicht, das ist nicht Feingold. Das Deutsches ist Kaiserreich. Genau. Das ist 90% genau Feingold. Genau, die Dinger. Ja. Aber spannend, dass auch er schon den Weitblick hatte. Ja, klar. Mein Großvater hat während dem Zweiten Weltkrieg, weiß ich noch, im Garten auch vergraben, witzigerweise, seine Münzen. Und da haben wir einige Zeit gebraucht, um die zu finden danach wieder. Weil es kann dann Kriegswirren und so. Und da sind die Bomben mal in die Straße damals reingefallen. Und Gott sei Dank haben wir sie dann wieder gefunden. Aber es hat Monate gebraucht. Da waren überall Löcher im Garten drin. Dann. Genau. Kann ich auch eine Geschichte von erzählen. Lohnt es sich in Zukunft in Kernwaffen zu investieren? Die Frage lese ich zum ersten Mal. Schreibt Captain Nutzlos. In Kernwaffen zu investieren. Wahrscheinlich eher Uran hier in dem Fall dann. Ja, also glaube ich, wenn du die Connection hast, an Kernwaffen ranzukommen, dann würde ich das definitiv hier nicht erwähnen. und in Uran, ja, das ist immer das, kriegen wir oft, macht doch mal Uran, analysiert doch mal Uran. Es gibt keinen Uranpreis, der irgendwie am Spot- oder Future-Markt gerade ist. Es gibt einen sogenannten Uranium Participation, das ist aber eine Aktie. Die partizipiert in etwa daran, aber Uranpreise sind nicht weltweit irgendwie so wie Goldmarkt in US-Dollar oder in Euro, sondern das ist komplett individuell. Jedes Land kauft andere Mengen zu anderen Preisen ein. Ist das theoretisch interessant?
Ich denke schon, weil wenn wir uns das weltweit anschauen, erstens, wir haben jetzt die Laufzeiten der AKWs verlängert. Ich könnte mir vorstellen, dass die noch viel, viel länger laufen, als jetzt gerade zugegeben wird. Auch das wird ja häppchenweise, um irgendwie genau. Die Wählerschichten nicht zu zeigen, dass man mal wieder eine 180-Grad-Wende hingedreht hat. Also sagt man jetzt, wir machen das bis da und dann wird man es da verlängern und dann verlängert man es nochmal. Also ich denke, weltweit werden ja viele Atomkraftwerke gebaut. Müssen wir nur nach Frankreich rüberschauen. Bei den Chinesen ohne Ende. Das ist halt wieder so ein deutscher Alleingang gewesen, wo man dachte, man, was auch immer die sich dabei gedacht haben. Ja. Wahrscheinlich nicht viel. Nicht viel. Ich würde gerne wissen, wie Herr Hopf Bitcoin und Gold fundamental einschätzt. Kann man das überhaupt vergleichen? Und er hat auch noch die Frage zur österreichischen Schule gestellt, wie du dazu stehst. Ich sehe mich sehr nahe der österreichischen Schule, um das mal zu beantworten. Und grundsätzlich Bitcoin und Gold, das sind unterschiedliche Assetklassen, die immer auch ein bisschen so in Konkurrenz gestellt werden. Und dann gibt es dann da auch wieder so kleine Nachbarschaftsstreitigkeiten. Was ist besser? Und du bist ein Idiot. Das ist Blödsinn. Ja? Beides halten, meiner Meinung nach. Also ich mache es auf jeden Fall so. Die sind auch nicht in Konkurrenz und ich stelle auch nicht die Performance vom Bitcoin neben die von Gold. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen, die unterschiedliche Zwecke erfüllen und ich möchte sie beide haben. Und jetzt haben wir die letzte Frage. Gold oder Bitcoin, was ist der bessere Inflationsschutz? Da sind wir, das ist genau dieser Punkt, was ist der bessere Inflationsschutz? Ich denke, das kann man auch nicht sagen und sagen, jetzt nehmen wir Stichtag heute und schauen wir mal. Beide sind jetzt gerade in einer Seitwärtsbewegung und auch hier wieder. Ja, ich selbst als Spekulant mit zunehmendem Alter merke auch immer mehr, es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht einschätzen. Also will ich mich absichern in beide Richtungen. Dass wenn eines zündet, dann bin ich da drin. Und so handhabe ich die Situation. Dann habe ich ein schönes Schlusszitat für das erste Gespräch. Es wird ja noch ein zweites Gespräch auf deinem Kanal geben, deswegen bitte auch alle Zuschauer mal rüberschauen. Wir haben weitere spannende Themen. Und zwar, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier, sagt Mahatma Gandhi. Und ich glaube, das ist auch ein essentieller Bestandteil in der heutigen Zeit. Wir sollten uns alle wieder auf unsere Grundbedürfnisse konzentrieren und, wie du es vorhin so schön gesagt hast, Netzwerke bilden. Wir sollten auf die wesentlichen Werte zurückschauen. Und ich denke, in einer Welt, die voller Materialismus und Gier geprägt ist, ist es umso wichtiger, dass man auch wieder versteht, dass wir Menschen sind und nicht irgendwelche Maschinen. Und bei der Geschwindigkeit, die Welt annimmt, gerade jetzt, wir sehen es ja an unserem Output deiner Videos, unserer Videos, wir versuchen quasi immer schneller und schneller in dieser Welt zu werden, ist das ein wichtiger Bestandteil. Und ja, Besinnung zum Wesentlichen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Investiert in eure eigene geistige Gesundheit, weil die ist jetzt gerade sicher angekratzt bei vielen Leuten. Und das ist das allerwichtigste Investment, erstmal zu schauen, dass es einem selbst gut geht. Dass man nicht nur mit Sorgen und Ängsten den ganzen Tag in der Gegend rumläuft, sondern stabil bleibt. Ja? Wichtiger Punkt, stabil bleiben, sich um sich selbst kümmern und dann kann man auch durch solche Situationen positiv wieder rauskommen. Also ich sage vielen Dank, Philipp, für das erste Gespräch. Und wie gesagt, vergesst nicht, beide Kanäle zu abonnieren. Alle Links, über die wir gesprochen haben, sind in der Infobox. Auf Wiedersehen. Hier geht's zum nächsten Gespräch. Und zwar habe ich in diesem Gespräch mit Ernst Wolf darüber gesprochen, wie er die Lage aktuell sieht. Kann euch nur empfehlen, dieses Video anzuschauen. Hier geht es zum Ratgeber, wie ihr Gold richtig vergrabt. Für diejenigen, die sagen, ich möchte mir diesen Ratgeber holen, gerne dort auch vorbeischauen. Philipp, bis zum nächsten Video. Danke sehr.